Herzlich willkommen zur 15. Folge von Transformers 2 zusammen mit Tobi. Hallöchen, das erste Video, das aktuell wieder aufgenommen wurde, seit zwei Wochen fast. Na, wir begrüßen euch immer wieder nach unserer Winterpause. Prison Architect-Folge kam ja raus, aber die war ja schon eine Weile vorher aufgenommen. Das klinge ich da auch etwas verschnupft. Die Matschwander-Folge war auch vorher aufgenommen. So. Stimmt, ja. Stimmt. So. Ja. Ach, Pascal, du hattest übrigens in den Prison Architect-Folgen deine Audio nicht ganz abgestimmt, deshalb war ich da sehr laut. Und ja. Sehr gut. Ja, ich hoffe, hier bist du nicht zu laut diesmal. Wir fahren heute nämlich mal wieder auf der Dresdner Riesa. Und zwar eine S1. Wir sind ja in Folge 10 war das. Schon mal in der S1 gefahren von Meißen, Triebestal nach Dresden Hauptbahnhof. Heute sind wir in die Gegenrichtung von Dresden Hauptbahnhof nach Meißen, Triebestal. Und diesmal sitzen wir nicht vorne der Lok, sondern hier im Steuerwagen. Die 146, die schiebt uns von hinten. Und ihr seht es auch schon, es ist ein bisschen weiß. Weil wir befinden uns gerade im Winter, hat gerade geschneit. Da ist der Hebel. Schließen will ich, nicht öffnen. So, schauen wir mal. Hier, die Türen kommen zu. Da kommt eine S-Bahn in die Gegenrichtung. Dann können wir auch schon fahren. Und ja, das ist es eigentlich. Wir fahren heute mit der S1 einmal nach Meißen-Triebestal, also aus Dresden raus. So, einmal aus dem PZB-Startmodus befreien. Und dann geht's auch schon los. Richtung Freiberger Straße. Nächste Station: Dresden-Freiberger Straße. Verschneit Dresden. Zugang zum World Trade Center Dresden. Nächster: Realität. Dresden-Freiberger Straße. Access to the Dresden World Trade Center. Ausstieg links. Eigentlich Schneeräumzüge? Wahrscheinlich, oder? Nee, nicht wirklich. Es gibt spezielle Fahrzeuge, aber die fahren nicht jedes Mal, sondern die fahren eben wirklich nur, wenn es extrem krass geschneit hat, mal da in Alpen oder so. Nein, die Schienen drüber sind. Da gibt es so ein paar Züge, die jetzt, glaube ich, auch räumen können. Mit so einem. Aber an sich, Panzerschild vorne dran. Aber an sich haben die Züge auch alle selber so ein bisschen die Möglichkeit, ja auch Schnee wegzuschieben. Ach so? Haben die vorne so ein Schutzblech dran oder wie? Na, früher, also Dampfloks und so hatten das früher ja immer. Und jetzt ist es allgemein so, dass Züge da ja relativ tief nach unten gehen. Das heißt, die schieben da ein bisschen den Schnee so ein bisschen weg. Also wenn der jetzt nicht so hoch ist, wenn das jetzt ein Meter Schnee sein, wird der natürlich nicht mehr vom Zug weggeschoben. Aber wenn jetzt so, keine Ahnung, 30 cm sind, dann kann der Zug doch mal so 10, 20 cm wegschieben vom Schnee. Braucht natürlich dann nur dementsprechend ein bisschen mehr Kraft. Ah, ich bin gewundert, warum der Sound weg war, aber wir sind gerutscht. Wir sind die letzten Meter gerutscht einfach nur noch, weil es ein bisschen glatt ist wegen dem Schnee draußen. So, ich sollte mal den Scheibenwischer anmachen, ne? Damit die Scheibe nicht ganz so nass ist. Zugeschneet wird. Ja. Zugeschneet? So. Nee, ist kein zugeschneet, Wort. Genau. Nicht zugeschneit, zugeschneet. So, Häuse. Das ist ein Türschließsound, über den hatte ich ja schon mal in der Folge auf der Dresden-Chemnitz gesprochen. Dass die bei den Doppelstockwagen ausgebaut wurden? Ne, dass die bei der S-Bahn Dresden, dass man die eigentlich nie mehr hört, richtig. Aber die Lok zieht heute ja gar nicht. Also, noch 50 Kilonewton. Die ist rutschig. Zieht ja echt lahm. Also bei schönem Wetter mit so einer 146 gelang fährst, dann gibt es ein bisschen mehr Gummi. Nächste Station: Dresden. Mitte. Irgendwas scheint mir nicht normal Zugang zu sein. Zum Kongresscenter Dresden und zur so Messe glatt Dresden. Da draußen. Nächster: Dresden One Mitte. Sheet. Access to Dresden Congress Center and Dresden. Das kann man mir nicht vorstellen. Ausstieg links. Muss man versuchen, die Farbe allein zu halten, ne?
Alle paar Stunden, zumindest alle paar Stunden fährt er eigentlich auch ein Zug drüber. Ist eigentlich ziemlich schwer, das Schienenzufahren. Ja. Na, wird hier fahren ja zwei S-Bahn-Linien lang. Auf der Strecke, die beide im Halbstundentakt fahren. Also, die fährt durchschnittlich alle 15 Minuten S-Bahn drüber. Ja, gut. Auf dem Abschnitt. Deswegen. Wir werden es schon hinbekommen im Fahren. Noch sind wir ja pünktlich hier in Dresden-Mitte. Ein bisschen weiter vor soll ich noch fahren. Ich muss ja dran denken, wir haben vier Doppelstockwagen. Und die Bahnsteige sind ja nur 140 Meter lang. Das heißt, ich sollte die schon möglichst gut ausnutzen. Ja komm, gib mir ein bisschen Gummi noch, Zug. Noch ein bisschen vorfahren würde ich gerne. Das war ein bisschen zu stark gebremst, nämlich. So, und einmal die Türen aufbremsen, lösen, Fenster auf und einmal nach draußen schauen. Da kommt die S-Bahn in die Gegenrichtung. Mit einer 143 vorne dran. Gut, dann können die Türen aber auch schon schließen. Oh, wir sind trotz des irgendwie der Zug ein bisschen schwieriger beschleunigt, perfekt im Plan. Aber da kann ich jetzt auch mal auf maximale Leistung gehen, nicht nur so auf 70%, wie ich es ja sonst mache gerne. Hier bei den lokbespannten S-Bahn-Zügen. Na, jetzt gibt er mehr, guck mal. Jetzt waren es gerade 40. Und jetzt ist er wieder runter. Und das wahrscheinlich zu viel war, was ich gegeben habe am Anfang. Durchdrehende. Na, ich glaube, ich mache dann, wenn ich einen Rollstuhl losfahre, doch nochmal nur mit 70%. Vielleicht nimmt er das dann besser. Weil es war jetzt gar nicht schon ein großer Bruch, weil am Anfang hatte der ja 40 Kilonewton. Ne? Und jetzt wieder mit den 15 Kilonewton nur. Okay, Fehler gefunden. Ich darf nicht direkt auf 100. Okay, jetzt ist er wieder runtergebrochen. Anscheinend ist es, wenn der irgendwie zu viel zieht, dann merkt die Lok das wahrscheinlich automatisch und regelt dann runter. Aber auf zu wenig Kraft in dem Fall. Naja. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Dresden-Neustadt. Dort haben Sie folgende Anschlüsse. Die S8 nach Kamenz über Dresden-Klotzsche 12:48 von Gleis 3. Der RE18 nach Cottbus Hauptbahnhof über Ruhland 12:58 von Gleis 5. Und der Eurocity 174 nach Hamburg-Altona über Berlin Hauptbahnhof Tief 13:02 von Gleis 6. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen an den Bahnsteigen. Ja, machen wir es in die Gegenrichtung. Nächste Station. Dresden-Neustadt. Nächster Dresden-Neustadt. Ausstieg links. So, dann kommen wir auch langsam anfangen, mal zu bremsen. Und wenn ich mal die 80 km/h die erlaubt sind, geschafft. Eine Strecke von Mitte bis Neustadt. Aber sind trotzdem noch pünktlich. Ja, finde ich auch schön. Hier im Bahnhof drin ist das Gleis zugeschneit. Ich würde sagen, das Dach vom Neustädter Bahnhof ist ein bisschen durchlässig. Und das sind wir jetzt undurchlässig viel zu programmiert. Ja. Na, jetzt auch zu spät. Das war zu früh gehalten. Vermutlich. Na, es ist nur die Lok, die rausguckt. Das ist ja optimal, oder? Also. Na, eigentlich soll die Lok noch mit drauf stehen. Ja. Es ist jetzt nicht fatal, die Leute können auch einfach aussteigen. Technisch ist es auch jetzt nicht so schlimm. Es ist nicht schlimm, aber auch nicht optimal. Meckern kann man immer. Ich wollte zumachen, nicht nochmal aufmachen. Jo. Und auf geht es. Und die Sachen. Ah, ich mache mal nur 50% Leistung. Jetzt so. Zu Beginn. Muss eh aufpassen. Ah.
darf mich befreien aus meiner zum eingeschränkten Modus. Das ist doch ganz nett. Und dann gelten jetzt 70 km/h bis Bischofsplatz. Weil jetzt hier ja die Bahnstrecke Leipzig-Dresden ja ausfädelt und die tut ja in so einer relativ engen Kurve hier aus dem Deutschlandbahnhof Bahnhof ausfädeln. Weshalb die Regionalbahngleise mit 80 km/h und die S-Bahngleise mit 70 km/h befahrbar sind. Nächste Station, Dresden Bischofsplatz. Ausstieg links. Ah gut, das mit dem Beschleunigen und so, das muss ich doch wahrscheinlich noch ein bisschen lernen und mir auch merken, ne? Weil der 146 bin ich glaube noch nie im Schnee gefahren. Allgemein bin ich mit der 146 tatsächlich vergleichsweise wenig erst gefahren. Das war jetzt blöd. Das war jetzt außerordentlich blöd. Also das war viel zu stark gebremst. Na, hab ich hier wieder Gleiches. Wieder zu früh gehalten, ne? Einfach weil ich viel zu stark gebremst habe und dann halt eben einfach nur noch gerutscht bin und dadurch einfach nichts mehr steuern konnte. Ui. Na, wenn du rutschst, dann hast du verloren. Deswegen da. Muss dann akzeptieren, dass du so stehst. So, die Türen schließen alle. Und dann geht's weiter. Nehmen wir jetzt einfach mal unter den Schneebedingungen hier mal nur 50% der Leistung. Und nicht wie ich sonst mache, die 70%. Aber wahrscheinlich ist einfach 70% Leistung hier immer noch viel zu viel Leistung. Und dann drehen die Räder eben durch. Wahrscheinlich hat dann diese 146, die uns da hinten schiebt, da wahrscheinlich einfach so irgendeine Automat, die erkennt, nee, das ist zu stark und die regelt dann automatisch auf nur 15 kN oder so runter. Weil 40 kN ist dann schon ein großer Unterschied. Jetzt seht doch mal, wie schnell wir beschleunigen, ja, ne? Deswegen, das war vorhin schon arg langsam, die Beschleunigung. Aber trotzdem haben wir es pünktlich geschafft. So, 100 und dann gelten ab jetzt 120. Das heißt, wir können jetzt die V-Max der S-Bahn-Strecke wieder ausfahren. Innerhalb von Dresden ist es ja die V-Max runtergesetzt aufgrund der engen Kurven und so. Nächste Station, Dresden-Pieschen. Ausstieg links. Hier haben wir den Mehrschub. Ah, jetzt war es wieder zu viel, jetzt habe ich wieder runtergeregelt. Gut. Dann darf ich rollen. Ich muss eh gleich wieder bremsen. Es ist schon anspruchsvoll. Naja. Ja, bei der Deutschen Bahn gilt ja zum Beispiel neben Fahrdienstleiter der Beruf des Lokführers, ja, also Triebfahrzeugführers, als der anspruchsvollste Job. Also, Sekt, habe ich ja schon ein paar Mal anklingen lassen. Aktuell ist das ja das, wohin ich mich orientiere, Triebfahrzeugführer. Und wenn du mal so schaust, was du da alles machen musst, bevor du eingestellt wirst, dann, ja. Also psychologischen Eignungstest, ein Gespräch mit dem Psychologen, da rutscht man mal wieder. Dann muss ich noch medizinischen Eignungstest machen und das alles neben dem Bewerbungsgespräch. Das ist schon eine Handvoll. Um erstmal da reinzukommen. Und ich als Brillenträger muss mir auch eine neue Brille besorgen, weil die wollen, dass ich unbedingt 100% scharf sehe, weil die wollen ja nicht zulassen, dass ich da mit einer Signal nicht ordentlich erkenne, ja. Ja, weil ich dann bin so, hä, das ist jetzt gelb oder grün? Und dann Zwangsbremsung, weil es war doch gelb. Dann hast du, glaube ich, ein anderes Problem, wenn der gelb oder grün ist. Nee, aber die gelben und grünen Lampen auf Distanz oder so, wenn die verschwimmen, dann sehen die relativ ähnlich aus. Das habe ich im Spiel ja auch manchmal schon, einfach weil ich im Spiel das teilweise nicht so klar zu sehen ist. Klar, in der Realität siehst du die Lichter nochmal nochmal anders klar als hier im Spiel, aber im Spiel bin ich auch mal hier so, hä, ist das jetzt gelb oder grün, wenn das zu weit weg ist? Weil einfach die Farbe nicht mehr gut zur Geltung kommt. Aber klar, farbenblind soll es doch nicht sein, weil ansonsten ist es auch mit den schwierigen Signalen. Was wolltest du sagen? Nix. Achso, ich dachte, du wolltest was sagen. Hat es gerade eingesetzt. Dachte ich auch, aber ich hab's schon wieder vergessen. Sehr gut. Also du wolltest mir sagen, das war keine Ahnung mehr was.
Sehr gut. So. Ganz schön viele Güterzüge heute unterwegs. Wir haben uns vorhin schon eine überholt, jetzt nochmal einer in die Gegenrichtung. Nächste Station, Dresden-Trachau. Ausstieg links. Mann, es ist ein Winter Wonderland. Sonst, wenn ich mit dem Zug im Winter fahre, ist immer so, erst wenn ich aus Dresden rauskomme, dann wird es erst weiß neben den Schienen. Aber in Dresden, weil urbanes Klima ist immer ein bisschen wärmer, da hast du eigentlich immer nie weiß. Aber wir sind ja perfekt im Zeitplan. Gut, liegt aber auch daran, dass die Bahnstrecke hier, also der Fahrplan für die S1, ja auch ausgelegt ist, dass hier 143er fahren können. Und die sind ja von der Beschleunigung und Bremsen und so ja auch nicht ganz so gut, also vor allem vom Beschleunigen her nicht ganz so gut wie die 146. Deswegen ist es ja logisch, dass wir da besser dran sind, weil die 143 muss ja auch es schaffen, im Fahrplan zu liegen. Und da rutscht mal wieder. Hui. Hui. Also, ich muss aber einfach so stark bremsen, ansonsten, wenn ich ordentlich bremse, ohne zu rutschen, dann bleibe ich hinter der Bahnsteigkante stehen. Deswegen, und das wollen wir ja auch nicht. Aber jetzt klappt es perfekt. Das ist doch perfekt. Guck mal. Die Locke hört ungefähr genau da auf, wo für die Fußgänger-Dingens da, ne? Der Bahnsteig für Fußgänger zugänglich. Ja, Zuführung. Zugang zum Bahnsteig. Der Bahnsteigzugang, genau. So. Jetzt das Ding, wo man einsteigen kann. Da, wo man auf den Bahnsteig draufkommt. Der Zugang. So, jetzt sind wir noch ein bisschen zu früh sogar. Jetzt soll ich noch extra Verfrühung abbummeln. So, immer noch 20 Sekunden, ne? Warten müssen. Unglaublich. Ja, Kaffee trinken. Ja. Verfrühung mit mir, das ist ja mal was, also pünktlich ist ja schon außerordentlich. Verfrühung mit mir, also, glaube ich. Wobei wir das letzte Folge auch schon hatten, ne? Ja. Stimmt, das wäre viel zu viel Verfrühung, stimmt. Ich vergaß. Das wäre ja auch, bin ich ja in Priestwitz da ja 2 Minuten zu früh losgefahren. Unter anderem. Ne. Aber du musst dann auch immer zurückdenken an Sachen wie, mit der 612, als sie da gefahren sind, von Dresden nach Chemnitz, da hat man eine 7 Minuten Verspätung. Neben der 143 sind wir nach Chemnitz gefahren, so rum was. Richtig, ich wollte die Tage nachher ja nicht mit der 612 hochfahren, sondern nur runter, aus Gründen, ne? Weil ich nämlich nicht Angst haben wollte, rückwärts zu rollen. So. Die Glocke zieht schon wieder nicht, also nochmal Leistung wegnehmen und nochmal Leistung neu aufbauen lassen, ne? So, und dann zieht sie mich ein bisschen mehr. Wir wollen auch noch in Radebeul pünktlich ankommen. Wir wollen die ganzen Radebeuler ja nicht warten lassen, ne? So, und der erste halt in Radebeul ist Radebeul Ost. Ist halt so bei einer Ost-West-Strecke, ne? Ja. Wäre komisch, wenn wir zuerst im Westen ankommen würden. Naja, dann lässt man den Rest überfahren, ohne da zu halten. Nächste Station. Radebeul, nochmal eine S-Bahn in Richtung Karl-May-Museum. Übergangsmöglichkeit zur Schmalspurbahn 143. In Richtung Moritzburg und Radeburg. Ich muss sagen, hier fahren ganz schön wenig 146er S-Bahn. Weil eigentlich sind ja beinahe alle Regelumläufe der S1 mit 146er. Und nur die Verstärkerumläufe der S1 sind mit 143er und zwei Doppelstockwagen, wie die S2 und S3-Umläufe ja auch. Deswegen. Also in sich sind eigentlich alle Garnituren entweder 143 und 2 Doppelstockwagen oder 146 und 4 Doppelstockwagen oder manchmal auch 5 Doppelstockwagen, vor allem zu Weihnachten oder so. Das sind gerne auch mal 5 Doppelstockwagen an den S1 Normalzügen und die Verstärker sind halt eben einfach ganz normale S2 oder S3 Garnituren. Und dann gibt es ja noch die ganz seltenen Fälle, wenn mal Garnituren von der S-Bahn mit den Garnituren vom Saxonia Express getauscht werden und dann beziehungsweise eine Hamsterbacke auf der S2 fährt. Das hast du wirklich sehr selten. Na. Ein paar Meterchen zu weit. Das war ein paar Meterchen zu weit. Aber Leute können auch alle aussteigen. Alles supi.
So, und pünktlich sind wir trotzdem noch. Das ist heute eine pünktliche Folge. Ich bin stolz auf mich. Muss ich auch immer so sagen. Da kann man auch mal stolz sein. Ja. Aber ich die ganze Zeit auch davon... Alle, könnt ihr auch mal alle Hashtag-Applaus in die Kommentare schreiben. Für Pascal, der hier wirklich eine Leistung vollbringt. Mit Schnee, pünktlich. Ja. So, schafft die Lok zu bändigen. Nee, aber weil ich die ganze Zeit auch davon rede, wir werden auch mal einen Verstärkerumlauf der S1 fahren. Also nicht Umlauf, sondern wir werden mal mit so einer Verstärker S1, also mit 143, werden wir mal von Meißen nach Dresden fahren, irgendwann in ein paar vielen Folgen. Deswegen. Aber ja, so. Erstmal geht's hier weiter nach Radebeul-Weintraube und hier neben uns haben wir dann das Schmalspurbahngleis. Der, wie sie ja in den Ansagen sagen, Schmalspurbahn in Richtung Moritzburg und der Radeburg. Die Lößnitzgrundbahn oder wie sie die Einheimischen nennen, Lößnitzdackel. Hier. Ich wollte sagen, 2-Stunden-Takt, stimmt aber nicht, weil der Lößnitzdackel hat keinen Takt-Fahrplan. Der fährt ein paar Mal am Tag. Dafür kann ich jetzt auch gerade nicht sagen. Nächste Station, Radebeul, Weintraube, Landesbühnen, Sachsen. Ausstieg links. Ja, nicht mal die 100 km/h reicht. Unglaublich. Da vorne sehen wir den Bahnsteig schon. Jetzt haben wir eine Minute Verfrühung schon wieder. Alter, was ist denn los? Weinerei. So, jetzt in einer Minute Sommer ankommen erst. Ich sollte vielleicht ein bisschen früher schon stark bremsen, weil sonst passiert am Ende nicht immer genau das hier. Ui. Wir schlittern. Aber wenn ich damit 50 km/h hier den Bahnsteig einfahre, das ist dann natürlich logisch, dass ich spät am Ende oder dann ein bisschen stärker bremsen muss und na dann kommt es ja zum Rutschen. Aber ich fahre doch so selten mit Schnee, deswegen. Kannst aber ist trotzdem noch Verfrühung, also ist. Ja. Aber trotzdem fahre ich nicht optimal. Also bremse ich nicht optimal. Wobei man auch sagen muss, ich habe mich. Also, es war noch nicht einmal diese Fahrt, dass ich über den Bahnsteig drüber hinausgerollt bin oder so viel zu früh gehalten habe, dass man hinten nicht mehr einsteigen konnte. Bis wir der Lok am Bahnhof Neustadt in der S-Bahn auf Bischofsplatz, das war, na, hätten die sein müssen, aber gut. Das kann man noch gelten lassen. So, dann. Türen zu. Fenster zu und weiter geht's. So. Na, das ist eine zu viel Leistung. 50% hätte ich gesagt. Nie 70. Nach Kötschenbroda geht's dann weiter. So. Aber wirklich, ist halt der typische S-Bahn-Verkehr hier so. Beschleunigen, bremsen. Wenn auch mit, zumindest für den Rest Deutschland, abgesehen von Dresden Umgebung gesehen, eher untypischem Wagenmaterial, weil Dosto-Lokzüge auf einer S-Bahn, naja. Es geht besser. Aber ich glaube auch schon mal erklärt, dass es einfach aus Tradition hier noch ist, weil zu DDR-Zeiten war halt eben Doppelstockwagenzüge da eingesetzt, wo viele Leute gefahren sind. Das waren halt eben die S-Bahnen. Nächste Station, Radebeul, Kötschenbroda. Erlebnisweingut, Schloss Wackerbarth. Ausstieg links. Heute ist natürlich aber sinnvoller, wenn man auf S-Bahn den Triebwagen einsetzt, die durch ihre stärkere Beschleunigung punkten können. Und dadurch einfach,
bessere Fahrzeiten erzielen und außerdem so ein Doppelstockwagen hat nur zwei Eingänge. So ein Triebwagen hat wahrscheinlich jetzt auch nicht zwangsläufig mehr Eingänge pro Wagenkasten. Aber es gibt keine Leute, die noch zusätzlich von oben runterlatschen, ne? Und dadurch dann, dadurch sind die Personenströme pro Eingang geringer. Einfach. Zumindest kommen sie von weniger, ja. Ja, und der, Und der Fahrgastwechsel an sich geht auch noch schneller, weil nicht extra noch Leute von oben nach unten laufen müssen in der Zeit, während die Türen geöffnet sind, sondern alle Leute direkt schon unten direkt sitzen. Deswegen. Und zum Beispiel bei der S-Bahn hier ist ja auch so, dass der untere Bereich ja größtenteils Mehrzweckbereich ist und nur in der Mitte sich so ein paar Sitze befinden, ne? Und Personen, die halt eben Probleme mit Gehen haben oder so, und wenn die einen Sitz halt eben brauchen würden, wäre es halt sinnvoller, wenn die eher unten einen Sitz bekommen, als wenn die erst nach oben latschen müssten, ne? Aber unten bekommen da mal einen Sitz, also entweder so einen kleinen Klappsitz da im Mehrzweckabteil oder in der Mitte mit dem Sitz erprügeln, wobei die meistens eigentlich direkt besetzt sind, weil sich da die Leute natürlich als erstes hinsetzen, weil die alle keinen Bock haben, mehr nach oben zu laufen, verständlicherweise. Aber gut, zu den Doppelstockzügen, das soll ja auch hier in der Region nicht verschwinden. Ne, überlegt, dass die letzte Idee der Deutschen Bahn ja war, hier für den S-Bahn-Verkehr Bombardier Twindex-Triebwagen zu besorgen, also Doppelstock-Triebwagen zu besorgen. Naja. Was wäre daran falsch? Naja, das ist wieder Doppelstock. Ach so, ja. Doppelstock, also die Twindex sind die Nachfolger von diesen Doppelstockwagen, nur dass die halt eben entweder als normale Wagen gibt, wie sie beim Intercity 2 zu verwenden, da ist der Twindex Wagen und halt eben eine Lok, die das schiebt, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass solche Twindex Züge mit zwei von diesen Triebköpfen ausgestattet sind und als Triebwagen fahren und auf einem Triebkopf halt eben eine Straßenstation drauf ist. Radebeul, so, beide Zitschewig. Triebköpfe im Ausstieg, sondern die haben nicht immer zwei Stromabnehmer. Die Twindex. Brauchen sie mehr Strom oder einfach so? Ich glaube, das ist, weil die Motoren getrennt voneinander fungieren, also weil du in beiden Triebköpfen den Motor drin hast. Da bin ich auch nicht ganz sicher. Ich glaube, es war aber so. Und wenn du in beiden einen getrennten Motor voneinander hast, dann brauchen die natürlich auch beide getrennt Strom voneinander. Weil ich glaube, diese Triebzüge sind trotzdem nur noch kuppelbar. Also, dass du da einzelne Wagen auch ein- und auskuppeln könntest. Das war nur ein Betriebswerk, glaube ich, aber... Aber genauso kenne ich mich die Dinger auch nicht aus. Also, sollte ich da jetzt gerade Quatsch gelabert haben, dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Das wird zu weit. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Und wir rutschen noch mal wieder. Adidadidum. Aufstehen. Dankeschön. Ich dachte, du wärst nur die erste Tür. Gut, dann müssen alle in den zweiten Doppelstockwagen laufen. Hier könntest du eigentlich auch schon wieder Brettchen ausfahren, oder? Nee, groß, die Doppelstockwagen, oder? Die haben keine Bretter. Ach so. Die haben keine Trittbretter. Die haben ja nur dieses Metallbrett-Dingens da gedöns. Ah ja, also das allgemein an allen S-Bahnhöfen in Dresden so, da, also hier im Dresden S-Bahn-Netz so, dass der Abstand relativ groß ist. Es hat 3 Jahre laufen, um die Tür zu finden. Aber jetzt ist auch schon abfahren. Egal, bei meiner Verbrühung ist es eh nicht so schlimm, wenn ich das quasi genug. Aber ja, das Breit ist schon ein bisschen größer, aber das ist in der Realität aber bei der S-Bahn auch so. Aber die haben auch keinen Job. Die haben einfach keinen Trittbretter. Nee, auf. Dankeschön. Genau, zum Führerstand latschen. Tür zu. Und auch hier Tür zu. Erstmal verklickt. So, das klappt. Und dann einfach noch weiter nach Coswig. So, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt
Jetzt kriege ich gleich ein bisschen Signalisierung in den Kopf geworfen. Na? Na, komm. Jetzt fährt er los. Die Bremse war noch nicht ganz gelöst. Naja. So, ein Güterzug, der da auf die Bahnstrecke Berlin-Dresden wechselt. Über die Verbindungskurve, die sich jetzt gleich einmal mit so einem Überwerfungsbauwerk über uns drüber gleich begibt. Und dann nach rechts abbiegt. So. Schauen wir mal, jetzt heißt der für mich aufpassen, weil das nämlich hier im Bahnhofsbereich, man kostet mich nämlich natürlich auch alles, noch gute alte HL-Signale sind. So. 60 oder 40 erwarten hier, in dem Fall sind es 60, das weiß ich aus meiner Erfahrung. So, hier ist die Verbindungskurve, die sich über uns drüber wirft. Nächste Station, Coswig. Ausstieg links. So Winterlandschaft ist schon was Feines. Hm. Das Ding ist, wir hatten auf dem Hinweg, war auch so alles, also zu meinem Skiurlaub, hatten wir auch alles schön verschneit, die Felder, alles weiß und oh, war das toll. Ja, auf dem Rückweg war halt schon wieder alles braun. Hm. Also wir waren nicht ganz so weit weg in den Alpen oder so. Naja. Kennen wir ja von der Strecke Dresden-Chemnitz. Das Gebirge ist ja gar nicht so weit weg. Wenn auch nur ein Mittelgebirge, nicht Hochgebirge. Reden müsste man können. Ja, ein gelbes Signal und 60 ab hier. So, halt erwarten. Aber gut, wir müssen jetzt eh hier in Coswig halten. Wahrscheinlich ist das Ausfahrsignal von Coswig noch rot, weil da noch irgendein Zug sich im Blockabschnitt befindet. Das kann es aber erstmal egal sein, solange das Signal in der nächsten Zeit mal wieder grün wird. Jetzt haben wir schon so 500 Hertz Überwachung drin. Und da sehen wir auch schon den roten Kandidaten. Ohne Rutschen, das haben wir hier gebremst. Unglaublich. Wenn du natürlich ohne Rutschen bremst, dann kann man natürlich auch ein bisschen akkurater bremsen. Weil beim Klettern, da kommst du an, wo du ankommst, ne? Ey, warum ist das Fenster jetzt geschlossen? Jetzt soll erst schließen. So. Und wir haben Fahrt. Ich würde gerade sagen, wir haben grün, aber wir haben nicht grün, wir haben nur Fahrt. Wir haben nur gelb blinkend. Und nochmal gelb und die gelbe Leiste. So, aufpassen. 25 sagte unsere Blockade. Und des eingeschränkten Modus unter der 500 Hertz Überwachung. So, gelb mit gelber Leiste sind 60 km/h, die ab hier geltende. Und das gelb blinken bedeutet 60 km/h erwarten. So, wir sind immer noch im restriktiven Modus. Das heißt, für uns sind aktuell aber nur 45 angesagt. Weil wir eine 1000 Hertz Überwachung nicht wieder frisch reinbekommen haben. Aufgrund der 60 erwarten wahrscheinlich. Daher rührt die 1000 Hertz Überwachung vermutlich. So, wenn wir dann unsere 750 Meter waren es glaube ich, zurückgelegt haben, bis die 1000 Hertz Lampe ausgeht, dann können wir uns auch befreien aus der 1000 Hertz Überwachung und dem restriktiven Modus. So, 60 erwarten haben wir ja, weil wir jetzt hier hinter Coswig einmal abbiegen auf die Bahnstrecke Borsdorf-Coswig, also dann die Bahnstrecke Leipzig-Dresden hinter uns lassen. Ne? Hier sieht es ja auch, unser nächster Halt ist Neu-Sörnewitz, würden wir ja weiter Richtung Leipzig fahren, dann wäre der nächste Halt ja Weinböhla.
Das heißt, wir können uns befreien. Das heißt, wir können noch ein bisschen Gas geben wieder. Da kann nur ein Vorsignalwiederholer, der uns nochmal mit dem blinkenden gelben Lämpchen die 60 oder 40 km/h anzeigt, die zu erwarten sind. Aus meiner Erfahrung weiß ich aber, dass es 60 km/h sind. Das heißt, ich muss nicht nur 40 fahren. Ich weiß, dass ich 60 fahren kann. So, und jetzt sehen wir jetzt auch gelb mit gelber Lichtleiste, also 60 km/h und ein grünes Lämpchen. Das heißt, am nächsten Signal haben wir freie Fahrt zu erwarten, ne? Mit bis zu 120 km/h. Das klingt doch noch was, Tobi, oder? 120 km/h ist gute Sache. Ja. Na, mehr kann das HL-Signalsystem eh nicht signalisieren. Ich kann dir aber sagen, dass auf der Bahnstrecke zumindest bis Meißen nur 100 km/h gelten, danach sogar nur 60 km/h, weil das Ganze nämlich nur eine Nebenbahn ist. So, jetzt haben wir auf 70 eine Hochsignalisierung bekommen. Das ist auch nett. Dann fahren wir halt eben 70 kurz und dann müssen wir auch gleich hinter der Kurve dann die 100 beginnen. Da haben wir das 100er-Schild. Mal können wir uns noch mal ein bisschen Gas geben, bis wir dann auch gleich in Neu-Sörnewitz sind. Dann so viel Gas vielleicht auch nicht. Aber so viel Gas. Nächste Station, Neu-Sörnewitz. Ausstieg rechts. Mein Ausflug zu der Tür da in Radebeul-Zitzschewig. Das hat mich ein bisschen was an Zeit gekostet, weil jetzt sind wir nicht mehr ganz so pünktlich. Jetzt haben wir eine Minute Verspätung. So was. Aber eine Minute ist vertretbar. Außerdem, wir sind jetzt eh auf dem letzten Abschnitt von Kostwig bis Meißen-Triebischtal. Das ist ja kaum noch was. Jetzt halten wir noch einen Neu-Sörnwitz, dann halten wir noch einen Meißen-Altstadt, dann sind wir auch schon in Meißen-Triebischtal. Und ich schlittere wieder, weil ich zu stark gebremst habe. Wir sind aber zum Schlittern rausgekommen. Ich habe den Zug mal wieder fangen können. So, da kommen sie hochgelatscht, die Stufen. Ich bin ein bisschen spät dran. Eigentlich wäre ich schon abgefahren. Weil ich mich vor einer Minute schon gehalten hätte. Nee. Jetzt müssen wir mal rechts die Türen aufmachen, nicht links. So, jetzt. Nur sonst haben wir Außenbahnsteigungen, Inselbahnsteig. Daran sollte ich vielleicht denken. Und die Tür der Konsequenz nachher auf der richtigen Seite aufmachen. So. Geben wir unsere 50% und stehen Türwahl weiter wieder auf links, weil in Meißen haben wir dann nämlich wieder einen Inselbahnsteig. Das ist nur ein Neu-Sörnewitz, hier mal kurz mit dem Außenbahnsteig. So, jetzt kann man mal ein bisschen Stopp geben, Tobi. Wir haben jetzt 5 Kilometer, die wir durchfahren dürfen, bis wir dann in Meißen halten müssen. Da kann man noch mal ein bisschen, ja. Gas geben. Ne? Nimmt ja die Dichte, je weiter man von Städten oder dicht besiedelten Städten Besiedlungsgebieten, ach egal, ja, weggeht. Nimmt ja auch die dichten Bahnhöfen ab, logisch. Ja. Na, Bahnhöfe werden halt eben nur da gebaut, wo halt eben Anbindung zu einem Ort ist. Und wenn du halt eben jetzt nicht in der Stadt bist, sondern irgendwo auf Überland bist, dann hält der Zug ja auch nicht in jedem kleinsten Kaff, sondern halt eben nur hin und wieder mal. Ansonsten würde der Zug ja alle 300 Meter stehen bleiben, weil teilweise, wenn du auf die Landkarten schaust, hast du teilweise schon Stellen, wo du alle 300 Meter ein neues Dorf hast. Aber teilweise ist natürlich auch wirklich Regionen, wo halt eben 5 Kilometer bis zum nächsten Dorf ist. Und deswegen ist auch klar, dass der Zug dann halt eben erst 5, 8 oder teilweise auch erst 10 Kilometer später hält. Ist dir mal aufgefallen, wie oft du eben sagst? Eben. Die Diskussion hatte ich im Urlaub. Bei mir ist es halt und noch eins. Wenn man da mal bewusst drauf achtet, wie oft man dieses Wort, diese Füllwörter sagt. Naja. Es ist schlimm. Das ist halt Sprache, ne? Halt, ja. Ist halt so, ne? Das hätte man jetzt weglassen können. Ist Sprache. Nee.
Ist halt Sprache, ne? Okay, nee, warte mal, da. Ach, keine Ahnung. Also sind halt einfach so Füllwörter, die deutsche Sprache manchmal so ein bisschen beleben, so. Ja, aber, ja. Die noch ein bisschen Emotionen einbringen, weil wenn du einfach nur so sagst, das ist Sprache, das klingt jetzt nicht so cool und fancy, wie das ist Sprache. Wie wenn du sagst, das ist halt Sprache. Damit mit diesem Halt dazwischen drückst du mal was ganz anderes aus. Halt eben mit dir, so, dass du noch diese, mit dem Halt diese Emotion ausdrückst, so ist halt so, kann man nicht machen. Weißt du? Ja. Deswegen an sich sind die schon nicht ganz unbedeutend. Aber klar, man benutzt die natürlich auch gerne ein bisschen inflationärer, wenn man gerade überbrücken möchte, dass man denkt und gleichzeitig redet. Wobei, bei mir ist normalerweise so, dass ich schneller denke als rede, aber wenn ich natürlich noch einen Zug nebenbei fahre, dann ist mein Gehirn nochmal ein bisschen anders ausgelastet, weswegen dann nicht die volle Priorität beim Reden liegt und dann halt einfach so irgendwelche Füllwörter wie eben dazwischen geschoben werden, zwischen meine Sätze oder zwischen meine Wörter. Es ist auf jeden Fall ziemlich witzig, wenn man es versucht, mal nicht zu machen. Kann ich nur empfehlen. Wenn man mal einen Abend mit der Familie hat und einfach mal darauf achtet, solche Wörter nicht zu sagen. Das ist sehr witzig. Nächste Station, Meißen. Nee, ja. Ausstieg links. So, da haben wir es auch gleich schon wieder geschafft. Da sind wir schon in Meißen, ne? Oh, das war eine Bestätigung für die 60, denn die Strecke ist ja nur zwischen Coswig und Meißen statt zweigleisig ausgebaut, aber nur bis Meißen gilt 100. Danach ist es halt eben 60 km/h, was dann, glaube ich, die restliche Strecke über Nossen und Döbeln bis Borsdorf betrifft, weil einfach dann ist halt einfach eine Nebenbahn, das Ding hier. Eine eingleisige, nicht elektrifizierte Nebenbahn mit 60 km/h. Nur zwischen Coswig und Meißen-Triebestall ist sie halt eben elektrifiziert und zwischen Coswig und Meißen-Altstadt zweigleisig und zwischen Coswig und Meißen mit 160 befahrbar, weil die S-Bahn hier lang fährt. Deswegen hat man es halt eben bis Meißen-Triebestall so weit ausgebaut. So, warte, ich muss ein bisschen weiter rollen, weil hier in Meißen und Meißen-Altstadt gilt nämlich, dass du nicht zu früh halten, dass wenn du nämlich vor der Markierung des Spiels hältst, dann akzeptiert er nicht, dass du gehalten hast, sondern denkt, dass du immer noch auf der Strecke bist. Das heißt, hier muss sie absichtlich ein bisschen zu weit in den Bahnsteig reinfahren. Weil das Spiel sonst nicht erkennt, dass ich die Türen öffnen möchte. Beziehungsweise es erkennt es, aber es akzeptiert es nicht. Ja. So. Sonst würde mich das Ziel erfüllt und dass ich hier den Halt erfüllt habe, nicht erkennen. So, jetzt ist halt natürlich ein bisschen knapp geworden mit der Tür hier, aber ging nicht anders. Wobei ich auch sagen muss, hier an dem Bahnhof ist der Haltepunkt eh zu weit früh. Ich bin jetzt ein oder zwei Meter über den Haltepunkt hinausgefahren. Das heißt, der Haltepunkt muss ungefähr hier oder so sein, wo gerade mein Fenster ist. Also selbst das ist schon viel zu weit, weil eigentlich müsste der Haltepunkt da vorne am Ende des Bahnsteigs sein. So, der vom Spiel. Jetzt haben wir schon 2 Minuten, ne? Du lässt nach. Habe ich dich zu früh gelobt? Ja. Ist jetzt auch schon fast Ende der Strecke, also. Warum sollte ich mich jetzt auch voll anstrengen, ne? So, und da kommt auch schon der Vornkönigler für 40, weil die Einfahrt nach Meißen-Drebestal ist nur mit 40 km/h. Wenn ich noch zurückerinnern könnt an die Folge 10, wo wir in die Richtung gefahren sind, sind wir in Meißen-Drebestal mit 60 ausgefahren. Die Einfahrt, also von Meißen-Altstadt bis Meißen-Drebestal in die Richtung, sind aber nur 40 km/h. Wobei in die Gegenrichtung nochmal 60 km/h gelten. Ist einfach so. Nächste Station, Meißen-Altstadt. Dom und Schloss Albrechtsburg. War ich im Ausstieg? War ich im restriktiven Modus? Weiß ich nicht, aber der Ton tut weh im Ohr. Ja, aber das dauert noch ein bisschen länger, weil ich jetzt aufgrund der Zwangspause mich schlittere. Deswegen bleibt der Zug nicht direkt stehen. Und aus der Zwangsrunde befreien kann ich mich natürlich nur, wenn ich stehe. Steht.
Ja, das heißt, wenn er aber noch Schnitt hat, hören wir die Brücke, kann ich auch nicht machen. Aber selbst wenn ich im restlichen Modus gewesen wäre, wüsste ich nie warum. Weil die 40 bestätigt habe ich ja. Also jetzt bin ich im restlichen Modus, logischerweise. Du wirst es im Schnitt sehen. 1000 Hertz Überwachung war mir auch klar, aber. Da war ich im restlichen Modus, weil 45 km hat er nämlich hier rumgemeckert, nämlich. Naja, noch 500 Meter. Wieder runtergeschalten. So ein bisschen Stoff will ich noch geben. Ich will ja nicht viel zu spät im meisten Triebestand ankommen, weil der Kollege, der will das Ding dann auch wieder in die Gegenrichtung fahren und unendlich viel Wendezeit besteht da ja auch nicht im meisten Triebestahl. Deswegen. Weil ich sagen muss, auf den, also hier bei der S1, aber auch bei der Dresden-Chemnitz, bei der S3, ist es extrem gering, die Wendezeit. Also keine Ahnung, was die gemacht haben, aber in der Regel ist ja die Wendezeit mindestens 6 Minuten, weil du brauchst ja ein bisschen Zeit als Lokführer, um auf der einen Seite alles auszuschalten, dann rüber zu latschen, auf der anderen Seite auch wieder alles einzuschalten, ne? Das Fahrgastinformationssystem umzubasteln, dass jetzt das neue Ziel anzeigt und so fort. Das dauert ja alles seine Zeit, deswegen sind da eigentlich immer fahrplanmäßig, selbst bei Verspätungen und so, wenn irgendwo ein Zug wenden muss, sind da immer mindestens 6 Minuten eingeplant an Wendezeit. Und hier im Spiel, also ich glaube bei der der S3 nach Tharandt, da sind es glaube ich nur 3 Minuten oder 4 Minuten Wendezeit. Und also da muss man schon, sich schon echt sputen, ne? Um da zurechtzukommen. Und wenn du dann eine Verspätung hast, dann kannst du knicken. Gleiches gilt aber auch hier. Nach dem meisten, hier hast du auch nur, glaube ich, 3, 4 Minuten Wendezeit. Also, wenn du damals zu spät bist, dann hast du auch Pech gehabt. Ich glaube, nee, in Tharandt, die Wendezeit, das ging. Ich glaube, das war ein bisschen mehr, aber hier in Meißenstein, das weiß ich noch. Ich hatte nicht mal vor, privat. Ach, ich habe in Meißenstein, ich habe zu früh gehalten. Ich wundere mich gerade, hä, warum darf ich die Türen so lange offen lassen? Aber der denkt, ich habe noch nicht gehalten, wie ich gerade meinte, weil ich noch nicht weit genug vorgefahren bin für den. Nee, aber ich hatte mal privat, dachte mir so, ja, fährst mal so einen Umlauf mit der S1 vom Hauptbahnhof nach Meißen wieder zurück. Ja, aber Pustekuchen. Ich kam mit meinen 2 Minuten Verspätung meist an und bin mit 3 Minuten Verspätung oder so losgefahren, dann im meisten Triebestahl. Da ich dann auch keine Lust mehr, weil das wieder rauszufahren macht viel Spaß. So, dann halt mal extra nochmal hier vorne. Jetzt ist pünktlichkeitstechnisch eh alles schon zu spät. So, jetzt akzeptiert er das. So, jetzt steigen die Leute auch alle nochmal ein und aus. Dann die Türen wieder zu und ab nach Meißen-Triebelstal ins Stumpfgleis. Dafür haben wir auch den Stumpfgleisanzeiger hier, den ich, Fun Fact, in meinem Signalsystem-Tutorial gar nicht erklärt habe, einfach weil ich den nicht als wichtig genug empfand. Ob jetzt gegen rotes Signal oder ein Stumpfgleis einfährst, ist signaltechnisch das gleiche. Du kriegst jedes Mal gelbes Signal, wie jetzt hier, mit 1400 500 Hertz Überwachung. Also macht keinen Unterschied, ob du gegen ein rotes Signal oder in ein Stumpfgleis einfährst. Nur bei dem einen hast du einen 2000 Hertz Magnet, der dich zwangsbremst am Ende, und bei dem anderen hast du einen Prellbock, der dich zwangsbremst am Ende. Also, ja. Der Zwangsbremst ist auch gut. naja. Das ist so ein Ohrwurm, wenn ich dieses Güterszenario, dann hatte ich ja schon mal vor Ewigkeiten angekündigt, dass ich noch vorhabe, so ein Güterszenario zu fahren. Also ein bisschen Nächste aufregender ist, Station, weil man da ein bisschen Meißen hin und her switchen muss Triebestal. und Diese rangieren muss und alles Zugfahrt Mögliche auch endet noch. dort. Wir bitten Dank der alle Rangierlok zu Fahrgäste fahren, das ist natürlich schwierig. Ich auszusteigen. trainiere regelmäßig Vielen diese Dank für Ihre Rangierlok und Reise ich bin mit der der immer noch nicht S-Bahn warm geworden. Dresden. Auf Wiedersehen. Also ich Ausstieg wirklich, ich bei links. der, mit der schon einfach irgendwelche Schlitterpartien beim Bremsen hingelegt habe, ich mit der überhaupt nicht zurechtgekommen mit Bremsen, aber wie häufig ich mit der schon gegen den Prellbock gerammt bin, das will ich gar nicht wissen. Aber das werdet ihr dann sehen im Video. Das wird eine andere Art. Entweder ich schaffe es überraschenderweise oder das Realistischere, ich werde mit dieser Angier-Lok sowas von gar nicht umgehen können.
hier wäre jetzt ein rechtzeitiges zum Stehen kommen, aber ganz hilfreich. Weil mit dem Prellbock Bekanntschaft machen ist immer nicht ganz so angenehm für die Fahrgäste. Aber das schaut noch gut aus. So, da wären wir in unserer Final Destination, ne? In Meißen-Triebestal und hier drüben haben wir den Bahnsteig 2 und von dem geht dann da hinten die Bahnstrecke weiter, während hier unser Bahnsteig 1 im Stumpfgleis endet. Jetzt machen wir noch die Türen zu und dann kriegt man auch unsere Auswertung. Wie wir denn so gefahren sind. So. Punkte sieht doch gar nicht schlecht aus. Eine neue Medaille habe ich nicht bekommen, aber vermutlich wäre es wieder Gold geworden. Weil ich kriege in der Regel ja keine Medaille mehr angezeigt, einfach aus dem Grund, weil ich die Szenarien ja alle schon einmal vorher abfahre. Wenn ich dann schon mal eine Goldmedaille bekommen habe, beim ersten Abfahren, Testfahren halt eben, dann gibt mir das Spiel natürlich keine zweite Goldmedaille. Deswegen. Nur sollte ich beim Testfahren eine Bronze oder Silber bekommen haben, um dann hier im Let's Play, warum auch immer, Gold bekommen, dann kriege ich die angezeigt. Deswegen. Aber wie wir hier sehen, pünktlich, überall pünktlich. In Pieschen zu früh, in Trachau zu früh, in Radebeul Ost zu früh, in Weintraube zu früh, in Kötschenbroda zu früh, in Zitschewig zu früh, Kosmich pünktlich, Neu-Sörnewitz 1 plus, in Meißen 2 plus, in Meißen Altstadt 4 plus und in Meißen Triebestal 5 plus. Also ich habe zum Ende ein bisschen nachgelassen. Oh, schön mit Kosmich pünktlich, Neu-Sörnewitz plus 1, Meißen plus 2, Meißen-Altstadt plus 4, Meißen-Triebestal plus 5. Also ich habe mich da leicht gesteigert in meiner Verspätung. Jetzt zuletzt. Naja. Aber in Meißen-Altstadt die plus 4 wegen der Zwangsbremsung. Und das von Kosmich nach Neu-Sörnewitz wahrscheinlich, weil ich da nur mit meinen 40 gefahren bin und nicht so gut beschleunigen konnte im Schnee. Wahrscheinlich ist deswegen da die Minute Verspätung drauf gegangen. Und weil ich in Kosmich auch schon mit ein bisschen Verspätung losgefahren bin. Einfach weil ich hier in Zitschewig dann auch extra nach der Tür da geguckt habe in dem Spalt. Aber gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder bei den Videos einschaltet. Sei es sei es Prison Architect. Prison Architect, Mud Runner oder auch Trains in World 2 dann nächste Woche. Mal schauen, was wir da fahren. Vielleicht fahren wir mit der S3 auf der Dresden-Chemnitz. Vielleicht auch mit dem RE50 endlich mal die letzte Strecke, die wir noch immer nicht gesehen haben, bis Riesa ab. Bisher sind wir immer nur bis Priesterwitz gefahren und dann nach Großhain abgebogen. Also von Priesterwitz und Riesa, den Abschnitt haben wir noch gar nicht gesehen. Vielleicht machen wir das. Das schaue ich mir mal an. Entscheide ich dann mal spontan, was wir da fahren. Aber gut, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Jo, tschüss.